Hallo und herzlich willkommen zur ersten Towers Family Ausgabe in dieser Saison. Der Anlass ist ein ganz besonderer, denn unser Connecting Worlds Partner, die VTG AG, engagiert sich im Rahmen des kommenden Heimspiels, der Partie der Hamburg Towers gegen S. Oliver Würzburg, als Sponsor of the Day. Und deswegen freue ich mich, nicht nur Towers Geschäftsführer Marvin Willoughby hier zu begrüßen. Moin Marvin. Moin Moin. Sondern auch VTG AG Vorstand Dr. Heiko Fischer. Und da wir uns vorab schon auf sportliche Du geeinigt haben, moin Heiko. Moin zurück. So, jetzt habt ihr beide ja, wie ich weiß, eine ganz besondere Beziehung nach Würzburg. Dann erzählt uns doch mal bitte, was hat es damit auf sich? Und weil wir hier unsere Gäste immer das erste Wort überlassen, Heiko, deine Beziehung zu Würzburg. Naja, erstens mal bin ich da geboren. Ja, dann habe ich über 20 Jahre Basketball für Würzburg gespielt und von den Zwergen bis zur Bundesligamannschaft eigentlich alles erlebt. Und das ist zwar schon so lange her, dass es kaum noch wahr ist, aber zumindest mit dem heutigen Sport hat das nur teilweise was zu tun. Viel professioneller geworden, aber die Erinnerungen daran sind unvergessen und ich habe für meine weitere Entwicklung ganz, ganz viel mitgenommen. Marvin, und du, Würzburg, da war doch auch irgendwas. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt in meinem basketballerischen Leben auf jeden Fall gewesen. Es war meine erste Profistation, bei der ich dann auch wirklich gespielt habe. Ich bin mit 19 damals aus der Hansestadt nach Bayern oder Franken, ins Frankenland gegangen und habe da meine ersten 4 Bundesliga-Jahre gespielt. In der Gruppe von jungen Deutschen damals auch, Damon Green, Dirk Nowitzki natürlich und Robert Garrett, Darko Krešić, also Jungs, die wie ich 19, 20 Jahre alt waren und wir haben für ein paar Jahre so ein bisschen, einen Namen für uns gemacht, wollen wir mal so sagen. Und es war wirklich der Anfang meiner professionellen Basketballkarriere. So wie jetzt zusammen auf dem Parkett hat man euch aber nicht gesehen. Seid ihr darüber traurig eigentlich? Das konnte sich kaum ergeben, denn ich bin 1995 nach Hamburg gekommen. Also ich habe den umgekehrten Weg gemacht und dann trennen uns auch ein paar Jährchen. Aber Heiko, hättest du gerne mit Marvin zusammengespielt? Ich schon mit ihm, er wahrscheinlich nicht mit mir. Lässt du das so stehen, Marvin? Nein, natürlich nicht. Nein, ich bin 98 nach Würzburg gekommen und was ganz witzig, in einigen Gesprächen haben wir schon dann festgestellt schnell, dass wir einige gemeinsame Freunde oder Bekannte hatten, Basketballfreunde, die mich da ja ganz lieb aufgenommen haben zu der Zeit. Und natürlich hätte ich sehr, sehr gerne auch mit ihm gespielt. Allerdings die Freude, die er da gehabt hat und die Spieler, die dann ungefähr mit ihm, das war schon ein harter Haufen auf jeden Fall, hätte ich mich auf jeden Fall warm anziehen müssen. Das auf jeden Fall. Für wen schlägt denn euer Herz jetzt am Freitag? Hamburg oder Würzburg? Also ich nehme mal die als erstes die Antwort, weil bei mir natürlich das vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, dass es natürlich die Hamburg Towers sind. Aber ich muss schon sagen, dass die Jahre dort mich sehr geprägt hat. Die Erinnerungen daran sind immer noch, das waren somit die schönsten Jahre meines Lebens. Das geht mir genauso. Also die anderen Spieltage gucke ich auch immer so mit einem Auge nach, wie schlägt sich Würzburg. Bin ganz froh, wenn die gut spielen, aber wenn das Aufeinandertreffen jetzt ist, sind die Loyalitäten doch klar verteilt. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr jetzt aber hier zusammen auf dem Parkett sitzt und zusammen an den Geschicken der Hamburg Towers arbeitet. Marvin, deine Rolle bei den Hamburg Towers, die kennen wir ja nur zu gut, deswegen fragen wir mal unseren Special Guest des heutigen Tages. Heiko, was macht eigentlich die VTG AG und welche Rolle spielt die VTG AG in der Hamburg Towers Family? Ja, also zunächst mal, wir sind ein Waggonvermieter, also wie Europcar, nur auf der Schiene für Güterwagen. Wir haben die europaweit größte Flotte, sind ungefähr 100.000 Waggons, also ungefähr jeder fünfte Güterwagen, der auf Europas Schienen fährt, fährt irgendwie unter VTG-Logo. Insoweit sind wir schon ein Rückgrat des Transportwesens, des Schienenverkehrs. Wir machen Logistik dazu, haben Containerlösungen und haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt.
Mit Digitalisierung kommen jetzt ganz andere neue Horizonte auf uns zu. Das heißt auch, wir müssen Mitarbeiter entwickeln, Mitarbeiter mitnehmen. Es wird agiler und dynamischer. Und das passt auch ja wunderbar zu dem Thema Hamburg Towers. Die Werte, die wir uns selber gegeben haben, finden sich sowohl in der Sportart als auch in dem Team sehr gut verkörpert. Insbesondere, weil es nicht nur Basketball-Spitzenmannschaft ist, ein super Team, ganz tolle Wirkung. Aber der soziale Aspekt, der ist uns besonders wichtig. Das ist uns als Unternehmen auch in anderen Bereichen wichtig. Und so haben wir uns auch zum Teil der Towers-Familie machen können über das soziale Engagement. Der Startschuss der Zusammenarbeit, der fiel im Januar 2019. Wie kam es denn eigentlich zu der Partnerschaft? Ja, wir haben eigentlich, als der Profibereich gegründet wurde, schon erste Kontakte gehabt. Wir waren da noch kleiner, unsere Corporate Social Responsibility Themen waren auch noch nicht so entwickelt. Wir haben erst mal gesucht, auch über eigene Ausbildungsprogramme benachteiligte Jugendliche zu fördern. Als das so langsam stand, kamen wir wieder ins Gespräch. Ich gebe auch zu, so eine erste Präsentation lag in irgendeiner Kommunikationsmappe bei mir 2-3 Jahre mal rum. Wir hatten mehrere Wechsel auch in der Leitung unseres Kommunikationsteams. Ja, und dann kamen wir auf einmal wieder zueinander. Und irgendwie müssen wir es gerochen haben, dass das die Aufstiegssaison wird. Und so sind wir zusammengekommen. Marvin, ihr hattet 5 Jahre also ohne Trikotsponsor gespielt. War das denn der perfekte Zeitpunkt? Naja, im Nachhinein natürlich, weil es dann wirklich zufällig das Jahr war, als wir dann aufgestiegen sind. Wir haben die Jahre davor natürlich nicht nur auf dem Basketballfeld gearbeitet, sondern auch im Backoffice mit unserer Man- und Woman-Power sind wir, glaube ich, schon sehr fleißig unterwegs gewesen. Wir reden über Profisport. Profisport finanziert sich nun mal und Profibasketball finanziert sich über Partner und über Zuschauer. Und ich glaube, auf der Zuschauerebene haben wir Stück für Stück uns immer weiterentwickelt und einen guten Job gemacht. Aber das Thema Hauptsponsor auf der Brust, der Sponsor auf der Brust, das ist natürlich für uns ein ganz großes Thema gewesen. Denn wir haben ja neben dem Basketball wirklich, glaube ich, schon eine Marke entwickelt. Und daher war es für uns jetzt auch nicht eine Situation, wo wir gesagt haben, dann nehmen wir jeden. Ohne jetzt irgendwie überheblich zu klingen, ist uns schon wichtig gewesen, dass es, wenn jemand kommt, jemand ist, der wirklich ein Partner ist. Und dass es, wie Heiko anspricht, nicht nur darum geht, dann Geld zu geben, dass wir den Profis geben, sondern der versteht, was wir hier machen und dass es nicht nur die Profimannschaft ist, sondern dass es ganz viele andere Bereiche gibt, wo wir aktiv sind. Und ich bin super froh darüber, dass wir einen Partner gefunden haben, den wir auch wirklich so nennen können, weil wir wirklich da in Hamburg hier denselben Ansatz haben. Ihr habt es beide jetzt schon mehrfach durchklingen lassen, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch bei der sozialen Verantwortung gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen zwischen der VTG AG und dem Hamburg Towers. Heiko, was würdest du sagen, wieso funktioniert die Partnerschaft oder wieso passt die Partnerschaft auch in diesem Aspekt so perfekt? Ja, ich glaube, weil die Philosophie, wie wir da rangehen, ziemlich ähnlich ist. Und wenn man sich aus eigenem Antrieb Gedanken macht, die ähnlich sind wie jemand anderer oder eine andere Organisation, dann passt das automatisch viel besser. Dann ist so ein Gleichklang da. Dann kann man sich auch in anderen Themen schneller verstehen. Wenn man auch noch zum Beispiel sportlich einen ähnlichen Hintergrund hatte, sind auch wieder Anknüpfungspunkte da, wo man aufbauen kann, wo man Lösungen findet, wo man einfach schneller im Gespräch ist. Und das ist unheimlich wichtig und ganz wertvoll. Marvin, die letzte Saison und die aktuell laufende Saison sind ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht gerade die einfachsten Jahre, die man als Sportmannschaft, auch als Privatperson natürlich, durchstehen muss. Wie wichtig ist es da, dass man sich auf die starke Unterstützung der Partner, beispielsweise auch der VTG AG, verlassen kann? Ja, im Profisport ist es ein bisschen unromantisch. Du brauchst Geld. Am Ende des Tages geht es auch darum. Du brauchst die wirtschaftlichen Mittel, um konkurrenzfähig zu sein. Und deswegen war es der entscheidende Schritt, so einen Partner zu haben, weil sonst hätten wir es so nicht tun können. Die erste Saison war da sportlich schwierig mit dem Abschluss der weltweiten Pandemie. Und auch in der Situation war es für mich und für Jan gerade, die wirklich wie glaube ich ganz viele Unternehmer in Deutschland, vom Nichts standen, ganz, ganz wichtig, dass eigentlich so ein Anruf kam fast von der anderen Seite. Ein Anruf kam und sagt, wir sind da.
wir bleiben da, wir werden nicht gehen, wir unterstützen euch, ihr müsst keine Sorge haben, dass hier alles jetzt zusammenbricht, sondern wir machen, es gibt gar keine Diskussion. So, das war zu dem Zeitpunkt wirklich ganz, ganz entscheidend für uns, weil da war wirklich, haben wir wirklich die Fälle schon weg, schon sehen und gesagt haben, okay, wir sind, stehen vorm Nichts. Und diesen Zusammenhalt da, nochmal, es ist vielleicht, kommt es komisch jetzt hier so rüber, aber das war wirklich, für uns, wir haben wirklich Partner. Und das haben wir auch nicht nur mit der VTG, auch andere Sponsoren, nennt man sie ja eigentlich, haben uns gezeigt, dass sie wirklich Partner für uns sind. Denn die waren alle in der Situation, wo sie nicht das von uns wiedergekriegt haben, was wir ihnen eigentlich laut Vertrag schulden. Das konnten wir ihnen nicht anbieten. Und trotzdem kam sofort, hey, wir sind da. Das ist also eine wirkliche Partnerschaft. Immer schön, wenn man sich auf einen Partner verlassen kann, in guten wie in weniger guten Zeiten. Man erkennt in den weniger guten Zeiten, ob es wirklich eine Partnerschaft ist. Und das ist auf jeden Fall letztes Jahr passiert. Und deswegen freue ich mich natürlich auch dieses Jahr, dass es sportlich so viel besser läuft und wir auch da gemeinsam dann oft die diesen Moment einfach genießen, dass wir da zusammengehalten haben, durchgestanden sind und jetzt zwar in der Pandemie vielleicht noch nicht, aber zumindest sportlich in der Bundesliga angekommen sind. Apropos sportlich, bevor wir zum sportlichen Frageteil übergehen, noch eine Frage an dich, Heiko. Wie zufrieden bist du denn sportlich mit dieser Saison? Ja, ich finde es exzellent, wie hier gearbeitet wurde, was für ein Ruck durch das Team gegangen ist, dass man eine sehr gute erste Phase gespielt hat. Der Rücksetzer, ich glaube, der Februar war ein bisschen zu vergessen. Aber dann sich da wieder rauszukämpfen und eine super Siegesserie hinzulegen, die ja die Liga auch angeführt hat. 9 Siege, jetzt hat es einmal nicht geklappt. Vielleicht ist das aber vor den Playoffs gar nicht so schlecht, um mal wieder ein bisschen die Erdung hereinzubringen. Sonst fliegen die Bälle zu hoch. Aber immerhin, ich meine, wir haben eine ganz tolle Position in der Liga. Ich glaube, überall ist es bemerkt worden, mit Hamburg muss man rechnen. Hier kann man auch wirklich verlieren. Und wenn jetzt noch Zuschauer da gewesen wären, was das für eine Stimmung und ein Überbrodeln hier wäre, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Aber eine ganz tolle Saison, toller Trainer, Mannschaft, die sich zerreißt, klasse. Wenn der Dämpfer nur nicht ausgerechnet in Chemnitz gewesen wäre. Ne, Marvin? Zum Spielen gehört Gewinnen. Auch verlieren. War falscher Versprecher. Hüllen wir darüber den Mantel des Schweigens und kommen zu unserer kleinen Fragerunde. Denn für euch haben wir noch ein kleines Quiz vorbereitet. Mal schauen, wie gut ihr die Towers-Partien in dieser Saison von der Seitenlinie oder auch vom Fernseher aus verfolgt habt. Frage Nummer 1. Welcher Spieler erzielte im Heimspiel gegen Gießen 8 Dreier in einer Halbzeit? Oh, Swing. Das ist korrekt. Jetzt Marvin, hättest du das auch gewusst? Ja. Welcher Spieler? Wie heißt der? Okay. Frage Nummer 2. Welcher Tower absolvierte bisher 388 Partien in der Easy Credit BBL, 22 davon im Towers-Trikot? Bei der Höhe der Zahl kann es nur einer sein bei uns im Team. 1, 2, 3, Antwort Taylor. Jetzt. Taylor. Ja. Welche denn? Price. Natürlich Price. Ja. Sehr gut. Auch das war wahrscheinlich eine zu einfache Frage. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Von wem stammt folgendes Zitat? The sun wasn't shining for us, but somehow, some way we learned how to dance under the rain. Ach, das weißt du. Ich weiß auf jeden Fall. Ich kenne sogar die Version davor, weil ich in den Katakomben, praktisch nach dem Spiel, sprechen wir dann ja immer direkt. Und dann fing er schon genau mit dem We found a way and there. Und da habe ich ihn so angeguckt, so, das ist ein Philosoph. Und dann hat er den echt rausgehauen im Interview. Pedro Calles hat auf jeden Fall, bereitet schon mal vor, die Karriere nach der Karriere, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, dadurch, dass Heiko die erste Frage schneller beantwortet hat als Marvin und Marvin die Frage jetzt wusste, steht es immer noch unentschieden, 2-2. Okay, jetzt kommt der Tiebreaker hier. Das. Nein, wir haben noch ein paar mehr Fragen sogar vorbereitet. Mhm. Das wird eine richtig lange Runde. Wie viele Hunderter erzielten die Hamburg Towers bisher in dieser Saison? Oh. 3? Ich würde weniger sagen. Aber ich weiß es nicht. Schätzung gibt es keine, du musst dich festlegen. Ich würde 2 sagen. Ah. Und damit hast du schon wieder recht, Marvin. Das war, das war Doping. Das war Doping von hinten. Also ich habe meine angestellt hier in der Nähe. Oh. Nein, den Punkt kann ich nicht gelten lassen. Nee, ich habe gefuscht. Ich hab nämlich jetzt dann auch sozusagen eine kleine Ausrede für nachher. genau. Die Wettbewerbsebene war etwas schief. Versprochen, jetzt werden die Fragen einfacher. Wir haben noch 2.
Welcher Towers-Akteur, es ist auch nicht aus diesem Jahr, sicherte 2019 mit einem Dreier die Meisterschaft in der zweiten Liga? Justus Hollertz. Sehr gut. Ungefähr 80 Zentimeter von mir entfernt. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ihr noch wisst, wo ihr die Szene miterlebt habt. Wir haben davon nämlich auch Beweisvideos. Ja. Und zwar von beiden von euch. Ja. Tatsächlich? Ja. Oh. Ich weiß, es waren noch die Zeiten, wo ich hinter der Mannschaft stand. Korrekt. Heiko und du hier an der, genau, an der Mittellinie. Ja. Ich glaube, jetzt steht es unentschieden, ja, wenn ich das richtig gezählt habe. Und deswegen geht es jetzt um die Schnelligkeit. Okay. Wer gewinnt am Freitag gegen Würzburg? Der Basketballsport. Ganz genau. Ach, verdammt. Wollt ihr nicht drauf eingehen? Wir sind für die Hamburg Towers, aber das... Ich glaube, ich habe die Fans die Saison auch schon mitgekriegt. Das nächste Spiel zählt, das müssen wir so gut wie möglich spielen. Und das nächste ist gegen Würzburg. Ganz deswegen. Genau. Und wenn wir das tun, was wir können, wenn wir das aufs Parkett bringen, dann wird es sehr, sehr schwer für Würzburg uns zu schlagen. So soll es auch sein. Und bevor wir uns jetzt aber verabschieden, haben wir natürlich noch ein kleines Präsent für unseren Gast vorbereitet. Oh. Als Sieg. Dankeschön. Die schöne mit den Playoffs, ne? Das... Ja, das haben wir nämlich schon erreicht und eine der wenigen noch verfügbaren exklusiven Towers Playoff Caps für unseren Gast Dr. Heiko Fischer von der VTG AG. Vielen Dank, Heiko, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute so ausführlich mit uns vor dem Spiel gegen Würzburg zu sprechen und auch über deine Zeit in Würzburg zu sprechen und dein Engagement mit der VTG bei den Hamburg Towers. Vielen Dank dafür. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Und auch dir, Marvin, vielen Dank, dass du dir zwischen Kaderplanung, nächste Saison und Spielvorbereitung am Freitag gegen Würzburg die Zeit genommen hast fürs Interview. Klaro.